Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Naturzentrum Bottrop YouTube-Kanal. Heute ein bisschen aus der Puste für euch vom Unterschlagko im Alpincenter Bottrop mit dem Thema die Mythen um das Dehnen und Stretchen und was ihr unbedingt darüber wissen solltet. Mit Farid Zitron und Christian Rüger. Ist Dehnen wirklich die Zauberformel für mehr Gesundheit, Beweglichkeit und Fitness? Fest steht, Dehnen polarisiert. Auf Sport-CDs, in Fitnesskursen oder auch beim Krafttraining sagen alle, Dehnen ist ein absolutes Muss. Die einen zum Beispiel, einige Wissenschaftler sagen, absoluter Quatsch. Für mich als Läufer gehört Dehnen einfach dazu. Aber wenn Dehnen, dann richtig. Kann ich mit Dehnen wirklich meine Beweglichkeit verbessern? Ganz klares Ja, das kann man. Genauso wie durch die Behandlung der einzelnen Muskelschichten durch eine Massage. Wann soll ich denn am besten dehnen? Vor dem Sport oder nach dem Sport? Immer nur aufgewärmt dehnen. Das heißt, das Ganze muss nicht über das Herz-Kreislauf-System aufgewärmt werden, sondern es reicht auch, wenn ich zum Beispiel durch eine Massage die einzelnen Muskelstränge voneinander löse. Und kann ich denn mit denen eine Muskelkater vorbeugen? Ganz klares Nein. Da gibt es sehr schöne Versuche und Studien zu, in denen Menschen eine Seite gedehnt haben und die andere Seite nicht. Sie hatten aber trotzdem nach dem Sport entweder auf beiden Seiten Muskelkater oder eben gar keinen. Und kann ich mit denen meine Leistungsfähigkeit verbessern? Auch klares Nein, weil die Leistungsfähigkeit geht durch das Dehnen ein Stück weit verloren, ebenso wie die Schnelligkeit. Ich habe heute mein großes Coming Out, denn ich dehne. Und sag euch jetzt, welches meine Lieblingsdehnübungen sind. Den seitlichen Rumpf dehnen, hierzu den Rücken strecken, Hände über den Kopf verschränken, auf die rechte Seite neigen und man muss dann auf der linken Seite die Dehnung spüren. Das kann man übrigens am besten, indem man die Beine überkreuzt und die Hände um das Handgelenk legt. Als nächstes meine persönliche Kaiserdisziplin, die Dehnung für den Rücken. Das heißt, man stellt sie auf eine Matte, Handflächen und Fußenden wirklich auf den Boden und dann versucht man, sich zu strecken, sodass die Knie durchgedrückt sind. Tut weh, aber dehnt wirklich gut. Den rechten Arm nach vorne nehmen, den linken Arm einfach in die Beuge legen und ein Stück weit anziehen. Damit wird der Schulter- und Nackenbereich gedehnt. Als ambitionierter Läufer dehne ich natürlich die Beine und Oberschenkel ganz besonders und dabei sogar den Hüftbeuger. Das mache ich im Stand, indem ich das linke Bein vom Boden abhebe, das Standbein leicht beuge und den Fuß mit der rechten Hand greife. Unser Fazit? Folgt eurem Gefühl. Denn wenn euch das Dehnen gut tut, dann tut es das auch. Schaden tut es definitiv nicht. Genau. Mehr Informationen zum Thema Dehnen findet ihr hier in der Videobeschreibung oder auf dem Naturheilzentrum Blog oder in der Naturheilzentrum Bottrop News. Wir sehen uns übrigens wieder in genau 6 Wochen. Bis dahin wünschen wir euch viel Vergnügen mit weiteren Themen und Videos auf dem Naturheilzentrum Bottrop YouTube-Kanal zum Thema Lifestyle und Gesundheit. Wir sagen bis dahin und tschüss! Viel Spaß mit den Videos!